Erdbeben. Nein. Das sind 300 Abonnenten. This is where we hold them. This is where we fight. Anders, Joypad, Jungs. We are the champions, we are the champions. Und ich kann so etwas von nicht, jetzt rede ich sogar Schweizerdeutsch, ich kann so etwas von nicht singen, deswegen erspare ich es euch weiterhin, mir da zuhören zu müssen bei meinen Nicht-Gesang-Künsten. Und ja, wie sich gerade schon die meisten, nehme ich an, von euch wissen, haben die Denver Broncos von gestern Abend auf heute den 15. Super Bowl gewonnen. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Trikot anhabe, das ich sonst immer nur bei der WWE Folgen dabei habe. Du kennst meine WWE-Serie noch nicht, also einen von den ersten Links unter in der Videobeschreibung anklicken, anschauen und ja, auch dort natürlich einen Daumen nach oben da lassen, wie für diese 13. Episode von Jurus 11. Und wir hoffen, dass die 13 uns hier Glück bringt und kein Pech. Und wir können uns dann hoffentlich noch ein paar Upgrades erspielen. Das werden wir alles gleich sehen, was passiert. Das kann ich noch nicht sagen, weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe, wir können so erfolgreich sein wie die Denver Broncos gegen die Panthers. Also, ihr seht jetzt aber hier im Hintergrund noch das alte Team und das neue Team. Ihr könnt es kaum erwarten, wie ich auch. Und jetzt schauen wir es uns an. Denn das neue Team, das sieht jetzt so aus. Wie krank ist denn jetzt die Jurus 11 Mannschaft? Unglaublich, das Mittelfeld durch Sturm. Schaut euch den Sturm an. Messi, Neymar, Ronaldo und das Mittelfeld. Modric, Iniesta und Pogba. Unglaublich, was für ein krankes Team. Und in der Innenverteidigung natürlich unseren Juru, das Biest, die Mauer, the Wall. Ja, das ist eigentlich jetzt das Team. Mal schauen, was wir damit reißen können. Vielleicht habt ihr es aber schon gesehen, wir haben hier einen Spieler drin, den Xhaka. Den hatten wir doch noch nie. Ganz einfach. Der ist auch nur wegen chemietechnischen Gründen im Team. Denn den setze ich hier ein. Und wenn das Spiel dann begonnen hat, wechsle ich ihn gleich gegen Pogba aus, damit das Team auch wirklich so spielt, wie es spielen soll. Ja, das war es eigentlich mit dem neuen Team. Also mit der Vorstellung kurz. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zum ersten Gegner und ab geht's. Und da haben wir unseren Gegner, ein Bundesliga, italienische Liga, ein richtiges Hybrid-Team, sieht stark aus, also der weiß, was er kann, nehmt man mit. Ein Glück sein, wenn wir gewinnen, glaube ich irgendwie, habe ich eine starke Vermutung, sehen wir aber gleich. Gefährliche Ecke, aber noch nicht geklärt, der Nachschuss und der geht neben dem Tor vorbei. Egal, wir bleiben beim Ball und jetzt Messi, komm schon Messi und jetzt die Flanke rein, da ist Ronaldo. Und der Ball kullert irgendwie noch ins Tor und es steht 1-0. So, sehr schön, Iniesta, komm schon, Iniesta, komm schon. Und jetzt zieh ab! Und es steht 2-0, Iniesta. Oh, schön. Komm schon, und jetzt da unten rechts, da läuft Messi. Komm schon, Messi, komm schon, Messi. Und jetzt den Finesse-Schuss. Und es steht 3-0. Sehr schön. Was für ein Konter. Nicht doch. Nein, er kommt nicht durch. Sehr gut gemacht da von Rodriguez. Und jetzt schickt Modric da direkt Neymar. Sein Torhüter kommt raus. Neymar, Neymar. Das war vom Reingehen. Der Gegner drückt aber Start. Gibt es einen Rage Quit oder geht es weiter? Es gibt einen Rage Quit und wir gewinnen. Somit 3-0. Das heißt ein Sieg plus 3 Tore Differenz und ein Rage Quit gleich 3 Upgrade-Punkte für dieses Spiel. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim nächsten Gegner. Hier haben wir uns nächsten Gegner eigentlich, ja, Bayern, ein typisches Bundesliga-Team mit zackstarken Spielen, kann man gar nicht sagen. Das wird ein schwerer Gegner. Ich hoffe, dass wir das trotzdem gewinnen können. Also ab geht's ins Gameplay. Und jetzt da durchstecken auf Ronaldo. Und da ist Ronaldo. Komm, du bist durch, du bist durch. Finesse-Schuss und direkt auf den Torhüter. Pogba, Pogba, komm, sehr durch auf Modric. Komm schon, Modric, außer der Chance, er schießt und sein Torhüter hält. Ecke getreten von Rodriguez. Neymar mit dem Kopfball und mit dem 1-0. Was für ein Tor von Neymar. Neymar, komm schon, Neymar. Ey, das ist faul. Ey, das war faul, Ref. Ja klar, und jetzt kann er da einfach mal durchlaufen. Jawohl, schön aufge... Was ist denn das für eine Klärung von Pogba? So,
machen jetzt einen Ball weit nach vorne. Sehr schön gespielt da, komm schon. Ja, jetzt können wir Ronaldo schicken. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich habe Ronaldo in die Sturmspitze getan. Da gefällt er mir irgendwie am besten. Und auch, ey, Elfmeter. Jawohl, das ist Elfmeter und der wird Churro schießen. So, Churro tritt an und mal schauen. Wo setzen wir denn hin? Ich denke mir einfach mal hoch oben links. Und der ist drin. Wir führen 2-0. Sehr schön. Und das heißt, du 2 Abwehrpunkte zusätzlich, weil wir mit Churro ein Tor geschossen haben. Oh, komm schon. Oh. Ja, Neymar. Komm schon, Neymar. Foul. Jawohl, wieder Freistoß. Den versuchen wir mit Neymar direkt. Mal schauen, ob es geht. Neymar in die Mauer. Ja, jetzt kann er auf mit Kost einfach mal durchlaufen. Ja, ja. Komm schon, nein! Und da ist der Anschluss. Was war das denn hier? Der Kost kann einfach durchlaufen, komm nicht hin. Und dann, ja, da kann man nicht mehr verteidigen. Es war vorher schon schlecht verteidigt von mir. Und da kann man jetzt gar nichts mehr machen. Wohl, sehr schön, Messi, sehr schön. Da, Ronaldo, hey, faul! So, aber jetzt Iniesta. Nein, sein Torhüter hält. Ich muss sagen, der Gegner spielt gut. Aber wir haben auch richtig Pech. Wir müssen schon viel höher führen. Aber ja, so ist halt FIFA. Und ab geht's in die zweite Halbzeit. Oh, gut gemacht vom Gegner. Sehr gut gemacht. Komplett. Und Xhaka verschießt. Auskick, aber da steht für einmal keiner seiner Spieler. Komm schon, komm schon. Rüberpassen. Neymar! Was ist mit mir los mit dem Abschluss? Richtig schlecht. Mit solchen Spielen kann ich das Tor nicht treffen. Und den geben wir einfach auf den Elfmeterpunkt. Er kommt aber nicht an. Ja, direkt zu seinem Spieler. Aber wir können ihn wieder klären. Aber seht ihr das? Es kommt wieder direkt zu seinem Spieler. Ja. Und das ist der Konter. Jetzt ist er durch. Da komme ich nicht mehr ran. Oh! Und Xhaka mit dem Treffer an den Pfosten, beziehungsweise an die Latte. Das war arrogant vom Gegner. Er hätte weiterlaufen sollen müssen. Aber nun ja, Arroganz wird auch hier bestraft. So schön durchgespielt. Und jetzt Messi die Flanke. Und wie kann der machen? Ich meine, was ist da los mit Ronaldo? Der Gegner drückt Start. Ich glaube, er wird nur einen Wechsel machen. Und das wird kein Rage Quit sein. Ja, das Spiel geht weiter. Einfach mal eine hohe Ecke. Churro! Churro mit seinem zweiten Tor! Meine Güte, Churro! Mach das 3-1! Ja, schaut euch das an. Hey. Wir klären da, aber der Pass geht da direkt zum Gegner. Aber jetzt haben wir den perfekten Konter. Komm schon Messi, jetzt ziehen wir da rein. Und Nierpfost und Messi macht das 4-1. Das war es jetzt definitiv, das ist der Sieg. Hey. Komm, nimm mal auf Ronaldo. Ronaldo, machst du noch dein Tor? Nein, den Pfosten. Oh, reinflanken? Nein, schade, Eckball. Wir suchen wieder Churro. Mal schauen, ob wir Churro finden. Da ist Churro. Aber der Ball geht an ihm vorbei. So, gewinnen wir das Kopfball. Ja, wir gewinnen es. Und Messi, komm schon, Messi. Zack, und Messi mit dem 5-1. Das Tor von Messi war wirklich die letzte relevante Szene des Spiels. Wir sehen anhand der Statistik, wir haben den Sieg nicht gestohlen, er war hochverdient. Hatte Glück, dass er gegen seine Tore da nicht gemacht hat, die wenigen Schüsse, die er hatte, beziehungsweise ich hatte auch Pech, weil bei mir sehr viele Schüsse nicht reingegangen sind. Erst am Ende, als er geöffnet hat, war der Platz da und ich konnte somit dann die entsprechenden Tore schießen.
Aber ja, wir haben uns in diesem Match einige Abwehrpunkte gespielt. Und zwar den, einmal einen Abwehrpunkt vom Sieg, dann einen zweiten wegen 3 Punkte mehr Differenz und 4 zusätzlich, weil Churu 2 Tore geschossen hat. Das heißt 6 Abwehrpunkte für dieses Spiel. Hier im Hintergrund seht ihr noch das alte Team und wir haben uns extrem viele Abwehrpunkte gespielt. Insgesamt haben wir uns 9 Abwehrpunkte gespielt. Deswegen macht es keinen Sinn, ein drittes Spiel zu machen, weil auch wenn wir das gemacht hätten und wir hätten maximal 2 Downgrades erhalten können, hätten wir immer noch im Gesamt 7 Upgrades und weil wir haben gar nicht mehr so viele Spiele, die wir upgraden können. Somit macht es keinen Sinn. Und ja, was auch schon, ein paar Upgrades sind ja schon klar, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger und Torhüter sind ja schon klar. Und ja, die Upgrades mache ich gleich, dann seht ihr die schon. Und ja, das abgegradete Team, das seht ihr jetzt. 3 Upgrade-Punkte habe ich schon verwendet, und zwar die 3, die schon logisch sind. Und zwar den Linksverteidiger Marcelo, Rechtsverteidigung Dani Alves und im Tor natürlich Manuel Neuer. Aber es gibt noch eine Person, und zwar den Innenverteidiger Fabian können wir auch noch auswechseln. Und da machen wir dann das gleiche wie mit Pogba und Chaka. Er startet, aber wird dann gleich am Anfang ausgewechselt gegen einen anderen Innenverteidiger. Und da stehen zur Auswahl Sergio Ramos und Thiago Silva. Zwei extrem starke, ziemlich ähnliche Spieler, also von den Werten her meine ich. Ja, ihr könnt entscheiden, dazu gibt es natürlich einen Strawpoll-Link unten in der Videobeschreibung. Einfach anklicken und dann euren Favoriten auswählen oder natürlich auch mit einem Kommentar sagen, wer ihr gerne im Team sehen möchtet. Und dann haben wir in der 14. Episode das Team schon komplett. Die Churus 11, das Dream Team von Churu steht dann. Ja, und dann mal schauen, was wir dann machen in dieser Episode. Weiß noch nicht, lass mir was noch irgendwas einfallen oder ihr könnt auch einen Kommentar dazu schreiben, was ich damit machen soll. Und dann mal schauen, ob etwas Entsprechendes dabei ist. Ja, wir werden es ja gleich dann, also gleich, wir werden es dann sehen, sobald die nächste Episode kommt. Also, ihr könnt auch kreativ sein und Vorschläge bringen, nebst dem Upgrade-Vorschlag von euch. So, ich merke schon, ich kann nicht mehr richtig sprechen. Da habe ich schon ein paar Wörter und Buchstaben verschluckt oder irgendwie falsch ausgesprochen, keine Ahnung. Aber lassen wir das, kommen wir zum Ende. Also, lass einen Daumen nach oben da, gebt Kommentare ab, abonniere meinen Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast. Wir haben ja die 300 Abo-Grenze endlich geknackt. Jetzt ist das nächste Ziel, die 350 Abonnenten zu erreichen. Und ja, somit lasse ich euch endlich in Ruhe. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao.